Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. In diesem Part werden wir Piri-Reis-Mission machen. Akzeptieren der Erinnerung, zerlegen und ersetzen aktuelle Ablenkung. Ja, machen wir einfach. Seit 10 Monaten arbeite ich an einer neuen Karte für Bayezid. Doch er ist alt und ich ein Perfektionist. Vielleicht weiß der nächste Sultan meine Arbeit zu schätzen. Nun, wie kann ich helfen, Ezio? Rauchsignalbomben. Wie funktionieren die? Ihr kennt sicher das alte Sprichwort: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Bomben spielen mit dieser Idee. Sie erzeugen eine dichte Qualmwolke, damit die Stadtwache glaubt, es brennt irgendwo. Diese Bomben sind leise. Es werden also nur die angelockt, die den Qualm sehen. Oder die im Qualm drinstehen. Raffiniert. Ich werde es probieren. Niemand außer dem Ziel töten. Okay. Rauchköderbomben. Okay. Und hepp. Okay. Okay, nice. Oh, es ist Nacht. Cool. Also die dauern auch nicht lange, die Piri-Reis-Mission. Okay, die zwei müssen wir eliminieren. Gut. Bombe. Dahin. Dann kann ich sie mit einem. Dann kann ich. Zack! Ein Luftattentat. Bäm! So. Und raus aus dem Gebiet. Ja, komm, lass wir hier runterspringen. Todessprung. Dann kann man eh weg. Und wir sind draußen. Nice. So, und weiter zu Piri Reis. Piri Reis. Ich sag trotzdem Piri Reis. Wo war der nochmal, der Suppenkasper? Wie, ich bin total weit weg von dem jetzt. So weit laufen, so weit laufen. Naja, was soll's. Zack. Hep. Und hoch. Habe ich da Roma gesehen? Jop. Die nehmen wir mit. Übrigens habe ich mir den großen Köcher schon gekauft. Was man jetzt leider nicht sieht, weil ich nicht genügend Armbrustbolzen habe. Bestechen wir dich mal. So. Und jetzt gehen wir weiter mit den. Euch kann man ablenken. So. Damit die Roma mal was zu tun haben, damit wir die Mission da langsam mal packen. So, weiter geht's hoch. Und hepp. Mir ist übrigens aufgefallen, da ich ja Assassin's Creed Revelation seit 2 Wochen bin, sitze. 2 Wochen, kann das hin? Geht das hin? 2 Wochen, Pi mal Daumen. Habe ich sogar über Steam die Gold Edition bekommen. Also kann ich da wirklich. Nice. Das sind dann die 3 DLCs, die noch dabei waren. Soweit man Ubisoft bei Steam glauben kann. Das haben sie ja geschrieben. Wer bis 20. April Assassin's Creed bei Steam kauft, bekommt die Gold Edition. Awesome. Awesome. Richtig awesome. Ups.
da nicht nach unten fallen. So, guck mal auf die Uhr. Das waren jetzt, sagen wir, 5 Minuten. So, ja, 5 Minuten waren es jetzt, würde ich mal schätzen. Grob geschätzt, Pi mal Daumen. So, also gehen wir wieder weiter zu Biri. Zu unserem Lieblingsreisgericht. Reis à la Biri. So. Oh, das kann ein bisschen dauern, aber Wayne juckt's. So. Haftbomben. Okay, machen wir das nochmal. Wusstet ihr, dass auf den Karten der frühen Christen der Osten oben war? Sie dachten, der Himmel läge in dieser Richtung, noch hinter China, weil dort jeden Morgen die Sonne erscheint. Wie schön einfach, oder nicht? Das Jenseits auf Erden, Glassphären im Himmel und die Erde als Zentrum des Universums. Ah, was für eine Pferdepisse. Aber ihr kommt nicht, um zu philosophieren. Wonach steht euch der Sinn? Ich brauche eine einfache und doch effektive Ablenkung. Dann ist diese Bombe das Richtige. Sie macht einen lauten Knall und lockt damit alle Soldaten in Hörweite an. Viel Spaß. Wie er das sagt. Mindestens 2 Konflikte zwischen unterschiedlichen Wachen beider Fraktionen auslösen. Okay, das heißt. Hier zum Bleistift. Hier zum Bleistift. Was waren das jetzt für Bomben? Was waren das jetzt für Bomben? Fuck. Ich hab die Bombe aus Versehen weggemacht. Änderung durchstarten. Ich bin so hohl. Jetzt müsste ich die Bomben haben, ja. Aber wir wollen ja jetzt, dass die Konflikte ein bisschen. Wir wollen die ja ein bisschen konfliktieren. Uncool. Wieso kann ich die jetzt noch nicht werfen? Naja, dann gehen wir erstmal zum Zielgebiet. Wie, ich wurde entdeckt. Puh. Ach, da hoch muss ich. Aha. Das hätte mir einer sagen müssen. So, also da hoch. Der Wahnsinn lauert überall. Und hierhin. Zack. Und hepp. Kirschkühle verursacht einen lauten Knall. Den nächsten Ziel dort aufsuchen. Wieso kann ich die jetzt nur da werfen? Das ist doch dumm. Hep. Boom. Ah, so wie hier. Okay. Werden sie kämpfen. Gut. Ich will aber noch eine Bombe werfen. Und zwar hier will ich eine werfen. Gut. Und zwar geh du mal weg, ich will dir nichts tun. Hierhin. Jetzt sollten die hinlaufen und die hinlaufen und sollten kämpfen. Okay, gut. Genug böse gelacht. Auf weiter zu
Hier runter, da kann man dann schön gechillt zu Piri Race. Boah, wieso ist man da immer so weit weg? Kann man eigentlich schon genügen. Ich bin dabei. Diebe? Das weiß ich jetzt nicht. Nicht kämpfen. Ich will nicht, dass ihr kämpft. Hopp, hopp, hopp. Ich will, dass ihr die weglockt. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Der war jetzt nicht geplant, aber ihr kommt auch gleich mit. Da unten. Nee, wo sind noch Wachen? Da wären noch Wachen. Zu denen laufen wir noch eben und lassen unsere Söldner mal ein bisschen kämpfen. Kommt mal her, ihr scheiß Söldner. Hallo? Bringt euch in Sicherheit. Kommen dir nach? Danke. Ihr solltet kämpfen und zwar gegen die hier. Oh yeah. Da helfe ich noch, weil wir sowieso noch ein paar eliminieren müssen. Einfach schön gechillt von hinten. Und jetzt dich. Und jetzt dich noch. Bam. Gedisst, du Noob. Naja. Meine Fraktion ist weg. Das ist egal. Wir haben sie. Ich will das so machen. Yeah. Weit segeln. Aber die Mucke fehlt mir. Es ist viel zu leise. Galaturm wollen wir nicht. Wir wollen zur Hagia Sophia auch nicht. Hippodrom auch nicht. Großer Bazar, da wollen wir hin. Jetzt will ich mal gucken bei der DNA, ob wir da schon alles. Ah, wobei, das sehen wir doch. Wenn, dann gibt's halt zweimal Piri Reis Mission. Hier lang, hier links, da rechts, falsch. Doch, nee, hier rechts. Geht doch mal weg, verdammt nochmal. Da vorne beim Schmied müsste Piri sein. Habe ich mich geirrt? War der nicht beim Schmied oder war der beim anderen Schmied? Ja, er war bei dem Schmied. Den hier hätte ich gemeint. Ja, den hätte ich wirklich gemeint. Das sage ich jetzt nicht so, weil der nicht beim Schmied war, sondern das habe ich wirklich gemeint, dass er beim Schmied ist. Weil wegen Baum. Ist halt so. Oder? So, jetzt sollte das eine Bild nicht mehr. Genau. Das eine Bild hier geht nicht mehr. Hier haben wir Bombenhülsen. Haftbombenmissionen. Erzählt mir von euren Spezialhülsen. Nun, ich habe einige klebrige Harzbeutel. Mein Onkel Kemal war sehr angetan davon. Während Bayezids Krieg gegen Venezia war er Kapitän der osmanischen Marine. Er mochte die Harzbomben, weil sie an fast allen Flächen haften. Am Rumpf von großen Schiffen zum Beispiel. Ich verlor viele Freunde in diesem Krieg. Wie wir alle, Ezio. Und wegen dieses Krieges wurde ich ein Assassine. Ich hasse die künstlichen Grenzen, die unsere Herrscher zwischen Völkern errichten. Wir führen Krieg gegen den Krieg. Eine traurige Ironie. Es wird immer Ironie bleiben. Ewe. Doch eines Tages vielleicht nicht mehr so traurig. Setzt es weise ein. Das werden wir, das werden wir. Haftung übernehmen. Lernen Sie die Haftbomben richtig einzusetzen, indem Sie die drei Ziele im Sichtbereich unbemerkt eliminieren, nicht entdeckt werden. Na, okay. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Oh, mein Xbox-Controller hat gerade den Geist aufgegeben. Nochmal neu einschalten und es passt wieder alles.
Mit der Haftbombe. So. Boah, das hat gerumst. Komm, mach nochmal. Mach Boom. Boah, das hat wieder gerumst. Komm. Mach das rums. Boah, wie awesome. Wie awesome. Das ist richtig geil, machen die rums. Heilige Scheibenkleister. Mach das rums. Boah. Oh Gott, Jesus. Das sieht aus, wie wenn sich die küssen da hinten. Zack. Der kam, oder? Ja, die kamen. Okay, das heißt, sobald ich das habe, einfach laufen. Hat war zu viel. Das reicht. Boah, wie das vibriert. Okay, alle guten Dinge sind drei. Schuss abbrechen. Zack. So. Aber das. Und weg. Weg. Oh, gut. Gut. Wie weit jetzt sind wieder 300 Meter? Das ist wieder arschweit. Naja, jetzt geht's. Das ist nicht mehr die Weite. Außer es ist so. Hep, danke. Klebrige Harzbeutel sind jetzt bei Piri Race verfügbar. Nice, dude. Nice. Da fällt mir ein. Wir können natürlich noch andere Sachen bei Piri freischalten. Und zwar, integrieren erstmal. Oh. Eine Stadt wird ja angegriffen. Sogar zwei Städte. Stadt verteidigen machst du und nimm dir einen Zehner mit. Machst du noch einen Zehner? So, und zwar, ich weiß jetzt nicht, Lissabon war es nicht. Es war. Genau, die Region auskundschaften. Macht einen Zehner, komm. Die Stadt zurückerobern. Machst du mit einem Zehner. Und dann haben wir nur noch Rodos. So, dann gucken wir mal. Alexandria haben wir. Eine neue Assassinenfeste bauen wir. Bursa haben wir. Athen. Eine neue Assassinenfeste bauen. Damakar, Stadt verteidigen, okay. Stadt verteidigen Jerusalem. Neue Assassinenfeste. Und den Hafen der Stadt ausbauen. Mission starten. Okay, denn das will ich auch alles ausgebaut haben. Das gibt später auch nochmal richtig Geld. Wenn man das alles bekommt, da bekommt man EXP, alle Tage EXP, Geld, alles. Alles bekommt man da und das ist toll, weil man Geld bekommt und Geld ist Geld, weil Geld regiert die Welt und Geld regiert die Welt und ja. Dabei habe ich jetzt gefailt. Boah, ich darf nicht so laut sein. Es ist wieder. Das dauert doch länger, als ich gedacht habe, die Biri-Reis-Missionen. Eieieiei. Also die Missionen dauern nicht so lange, nur das wieder hinlaufen nimmt ordentlich Zeit in Anspruch.
Nein, es sind noch 5 Missionen, wenn ich mich nicht irre. 2 bei jedem Pick. So. Okay, gut. Die hier sieht seltsam aus. Wie nennt ihr sie? Eine Sprengfalle. Eine der subtilsten Methoden, unseren Feinden auf die Füße zu treten. Seht ihr diese dünnen Drähte dort? Die Bombe detoniert nur, wenn einer von den vielen Drähten bewegt wird. Sehr nützlich in engen Gassen. Oder unter dem Sitzkissen irgendeiner Pferdedroschke. Oha, Ezio Auditore. Ihr seid ein hinterhältiges Haiwan. Ich sollte Abstand halten, auf dass ihr mein Feingefühl nicht verletzt. Ihr werdet es überleben. Natürlich. Aber sprengt euch nicht die Hände ab, ja? Okay. Außer dem korrupten Würdenträger niemanden töten. Okay. Hoffe, dass wir das schaffen. Stinkbomben. Den Ziel dort aufsuchen. Sprengfalle legen. Und Ziel dort aufsuchen. Die Sprengfallenhülse zündet die Bombe nur, wenn jemand den... Okay. Den korrupten Ding eliminiert. Und... Weg! 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 Weg, 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 weg! Wir dürfen nur den töten. Ey, uncool. Und hoch da. Und rüber und runter. Und Bazinga. Da sieht uns kein Schwein mehr. Und optimal, wir können sofort wieder zum großen Bazar. Optimal. Wo wären wir? Boah, wir wären da oben. Das wäre ein nettes Stückchen gewesen. Jetzt müssen wir noch die Aufschlaghülsen bekommen. Tüftel. Da war der Buchladen, das war aber ein anderer. Da ist die Bank. Da müssen wir in den großen Bazar rein. Dann haben wir hier die Bank. Müssen wir hier links. Hier ist der Schmied. Beim Schmied weiter. Hier längs. Da ist der Buchladen. Das heißt, wir müssen da runter. Boah, bin ich gut. Boah, ich kann mich so gut orientieren. Not. Aber Wayne. Wayne Train. So. Und weiter geht's. Ah, türkische Rauchbomben. Seid ihr neugierig, wie sie wirken? Sollte ich. Ich habe schon früher Rauchbomben benutzt, mit wechselndem Erfolg. Aber nicht unsere. Wir haben ein Spezialrezept. Für dichten, dunklen Qualm. Werft eine von ihnen und eure Augen sind nutzlos. Verlasst euch auf eure Ohren. Und all die anderen Sinne, die ihr kultiviert habt. Andere Sinne? Wie meint ihr das? Man erzählt sich, Ezio, dass ihr ein besonderer Mann seid. Mit besonderen Talenten. Erzählt es nicht weiter. Okay. Niemanden töten. Okay, gut. Den Ziel dort aufsuchen. Okay, wir müssen das plündern. Gut.
Bitte die Wache werfen. Den Haupteingang des Hofes erreichen. Fuck, ich wurde entdeckt. Ah, fu. Das heißt, ich mach das anders. So, ich mach einmal hier und geht da hoch. So. Dann einmal hier. Siehst du die verrückten Söldner von der Donau? Das ja plündern. Und dieser Knoblauchgeschmack. Oh, die riecht man ja schon eine Stunde, bevor man sie sieht. Nein. Aus dem Gebiet, komm, oh, das war noch gerade. Oh, heilige Scheiße. Oh, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Au. Ah, fu. Die sehen mich, aber nicht mehr lange. Dum, 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 dum. Nein! Dann gehe ich halt hier hoch. Ach Gott, wieso hältst du da nicht, dich da nicht fest, Ezio? Jetzt gucken wir mal. Wo wir sind. Alter, lauf. Okay. Das heißt, ich werde mir das hier markieren. So. Da sollte ich hochkommen und da irgendwie kommen. Aua. Hep, hep, hep. Hep. So. Jetzt sehen sie mich eh nicht mehr. Jetzt bin ich weg. So, geht doch. Und... Zack. So. Geht doch. Und jetzt sind wir gleich wieder bei Piri. Piri Reis. Fehlen ja nur noch 3 Missionen. Piri Reis, 3 Missionen fehlen noch. Dann sind wir bei Piri Reis 100%. Versuch das, Ezio. Eine Krähenfußbombe. Eine humane Art, Verfolger aufzuhalten. Die Vorstellung gefällt mir. Als ich das erste Mal mit meinem Onkel Kema segelte, vor mehr als 20 Jahren, hatten wir in vielen rauen Häfen viel Freude damit. In Rodas zum Beispiel war es so einfach, die Palastwaren der Malteser wegzulocken. Direkt in ein Feld mit diesen Krähenfüßen. Ach, wie sie da in voller Rüstung auf der Straße getanzt haben. Nichts kann würdeloser sein. Ihr werdet sehen. Der Typ ist awesome. Ich mag den Typen. Um diesem Mann zu helfen, nicht schwimmen. Okay. Okay. Boah. So. Ziele eliminieren. Zack. Zack. Komm her, du dummer Noob. Deswegen nicht schwimmen. Weil ich irgendwo im Nirgendwo bin. Gucken wir mal, wo der wir sind, wie wir hin. Oh komm, da laufen wir hin. Das ist nicht weit, weil wir eher kommen müssen. Dann laufen wir dahin. Hep. Und wir müssen sowieso aus dem Zielgebiet fliehen. Also müssen wir eh weit laufen.
Also, beziehungsweise... Gott, die haben mich noch gesehen. Ich hasse es. Und du machst nicht mit deiner Klinge das, was du machen solltest. Sah. Das tat weh. Das tat mit Sicherheit weh. Au. Das tat sogar beim Ansehen weh. Okay. Gut, da kommen wir hoch. Krallenfüße stehen jetzt bei Piri Reis zum Verkauf. Hobbystratege. Oh yeah, alle Einführungsmissionen. Oh, und die nächste Stadt. Und die nächste Stadt wurde zurückerobert. Nice, dudes. Really, really nice. Ei. Weiter darunter und fallen lassen. Danke. Und wieder auf Missionen. So, Stadt wird belagert. Komm, die verteidigen wir eben. Macht ihr. Hier sind wir fertig. Hier sind wir fertig. Hier sind wir. Okay, das bringt uns alles nix. Hier sind wir. Hier müssen wir anfangen. Handelsbeziehungen verbessern. Machst du. Assassinenfeste bauen. Hafen. Den Markt ausbauen. Lokale Künstler unterstützen. Und Handelswege sichern. Da müssen wir noch die Stadt wieder aufbauen. Geschäftsgelegenheit. Eine Gießerei. Wissenschaftler. Und dann war's. Das. Das dauert auch alles seine Zeit. Ja, wenn wir das haben, bekommen wir halt auch noch richtig Cash. So. Jetzt haben wir noch zwei Missionen, haben wir noch bei Biri. Ein echter Athlet. Hepp. Oh. Zack. So, und ich brauche unbedingt Magnesium. Mein Wadenmuskel hat, mein Unterschenkelmuskel hat wieder so komisch vibriert. Das ist Magnesiummangel, fu. Ey. So, geht doch. Köpekolo. Ich muss diese alten griechischen Karten mit den Daten von Admiral Kolumbus abgleichen. Aber es ist, als vergleiche man Karten von der Erde und vom Mond. Was für ein Chaos. Ah, Ezio. Erfreut mich. Lasst mich euch was zeigen. Wie wäre es mit diesen Giftbomben? Wie tödlich sind die? Recht tödlich, Dostum. Wir destillieren unser Gift aus der Datura-Pflanze. Eine hübsche kleine Blume mit tödlichem Geheimnis. Diese hier tötet. Langsam, aber sicher. Seid vorsichtig. Zu eurem Wohl. Und dem anderen. Grazie. Okay. Keine Distanz- oder Nahkampfwaffen einsetzen, um das Ziel zu eliminieren. Okay. Das heißt, ich muss da mit Gift töten. Mit dem Gift. Aber nur beim Ziel. Gut. Und lups. Geht mal weg. Ach, so kann ich also 5 gleichzeitig vergiften. Und lups. Hey, was ist los? Erstickt ihr gerade? Hallo. Er hat einen guten Schneider. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Kerl. Verdammt, er entkommt uns. Moment mal. Mach schneller. Fuck. Da hat er uns gesehen. Wie mache ich das am besten? App. Sachen. Jetzt sitze ich auf kein Kabel mehr. Auch wenn es gequietscht hat, ist mir egal. So, einmal hier. Boah, ihr seht aufgewühlt aus. Geht es euch gut? Er hat einen guten Schneider.
Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Kerl. Der Wahnsinn lauert überall, schätze ich. Ich benutzte meine erste Bombe, bevor ich 20 war. Ich segelte unter einer unbekannten Flagge über das Mittelmeer und nannte mich Freibeuter. Die Francesi würden Corsair sagen. Nein, sie würden sagen, Mord, o Heretik. Mir fehlen die Tage auf rauer See, die Gischt und die wogenden Wellen. Eines Tages werde ich wieder in See stechen. Doch bis dahin bin ich für meine Assassinen da. Hier, eure Bombe. Benutzt sie mit Sorgfalt. Du wirst nicht entkommen! Schneller! Also, mir fehlen einfach die Worte. Runter! Sofort! Er entkommt! Da! Auf ihn! Na, das ist aber wirklich... Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Salute! Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Topkapi und das andere im Bayezid-Bezirk. Bayezid zuerst. Topkapi ist eine Sackgasse. Ah, sie. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten.
Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem 3. Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ach, das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weiter... Dieser Mann sieht mir recht suspekt aus. Stehen. Ich habe nichts getan. Ihr könnt mir... Das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du redest. Ich fand das Gemälde. Ich meine, jemand schenkte es mir. Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal finde einen anderen Weg, Kanarier. Oh, eine Todesbande. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Verdammt, nicht gut. Aber was ist denn hier? Was in Gottes Namen hat euch dazu veranlasst? Es ist gut getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. Könnt ihr das glauben? Ich 7 Tage still sitzen, ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. Also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia, wenn ich kann. Es kommt nicht wieder vor, Effendi.
So ein Bullshit. Okay, 10 Minuten. Irgendwie hat sich mein Audacity geschlossen. Ich konnte die anderen 35 Minuten noch retten. Oh, so ein Crap. Naja. So ein Bullshit. Arabisch. Phosphor. Leer. Haft. Ne, dann nehmen wir Verzögerung für taktisch, indisch. Und... Nein, nehmen wir Salpeter. So ein Crap. Mir ist es gerade aufgefallen, als ich hier fertig war. Dass was fehlt. Dass quasi die FPS-Anzeige nicht mehr rot ist. Dass ich nicht mehr aufnehme. Dann habe ich geguckt. Oh wow, das City hat sich auch geschlossen. Na toll. Okay, ich habe noch 100 GB auf meiner Festplatte frei. Das reicht locker. Da kann ich noch locker eine Stunde aufnehmen. Und ja. Why? Wieso? Also, irgendwo mittendrin wird das Gespräch, wird der Kommentar einfach aufhören. Ich guck mal, vielleicht kommentiere ich es nach, wenn dann halt seht ihr es. Falls nicht, ja. Fail! Scheiß Audacity. Okay, das kann sein, weil. Das kann sein, weil ich da ein bisschen gefailt habe. Naja, Wayne, holen wir uns erstmal das Buch. So. Ah, Zeichen und Symbole Teil 2. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe von Valens Aquädukts versteckt. Das Hinweis zum Versteck eines Massivschlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Okay. Wenn ich ein Buch wäre, würde ich es hier verstecken. Wenn ich ein Buch wäre, würde ich es hier verstecken. Und es ist so wie bei allem anderen. Ich bin OP, denn ich habe es wieder gefunden. So. Unsere Geldreserven gehen auch langsam zur Neige. Ja, aber bald haben wir alles. Dann haben wir genug Geld. Dann ist es scheißegal, ob ich jetzt 3 Milliarden habe oder nicht. Ei. Da nicht runterfallen und hepp. So. Gut. So. Okay. Das Mädchen mit der Flöte. Ich würde sagen, beim nächsten Forum Bobbys freigeschaltet. Forum Bobbys. Ja, ein bisschen französischer Akzent. Forum Bobbys. Jo, das machen wir beim nächsten Mal. Boah, wir haben schon so viel. Wir müssten jetzt Bücher suchen. Ja, da fehlt noch eins, das habe ich mir gedacht. Piri Reis haben wir fertig. Und das hier, Assassinen rekrutieren, Meisterassassinen. Geheime Orte, fehlt noch einer. Und zwar... Doch, da fehlt noch einer. Und zwar ist es der, wo... Da müssen wir zuerst die letzte Seite finden, dann kommen wir hier hin. Und hier... Ja... Da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Aber so viel fehlt nicht mehr, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch trotz den Fails fürs Zusehen. Ich sage ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed Revelation. Bis dahin, ciao.